Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Und zwar, es gibt folgende neue Sachen. Einmal, ich habe eine neue Trophäe bekommen. Da muss ich aber anders zeigen. Und. Wo haben wir es denn? Da, da. Und einmal runterscrollen. Und zwar den Alleskönner. Hier am 01.01.2024. Spielen Sie jeden Spielmodus und verwenden Sie jede Fähigkeit und Fernwaffe im Mehrspieler. Das heißt, die einzige Mehrspieler-Trophäe, die noch bleibt, ist Level 55. Ich bin jetzt aktuell kurz vor Level 51. Also, ist ein bisschen ein Grind, aber kriegen wir hin. Das ist Punkt 1. Punkt 2, gerade bei der Flottengeschichte, habe ich eine neue Montur bekommen. Und zwar die Offiziersmontur. Nur damit ihr es Bescheid wisst, ich habe was Neues bekommen. So, das ist Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3. Ich habe gesehen, dass es ein Evelyn DLC gibt. Für 5 Euro. Jetzt ist die Frage, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Ob ich das kaufen soll oder nicht. Das soll irgendwie eine Stunde, eineinhalb Spielzeit sein. Reine Story, gibt keine Trophäen dazu, gar nichts. Quasi einfach nur Spaß und Jux. Evelyn DLC, das ist die Hauptcharakterin aus Assassin's Creed 3 Liberation. Genau, da gibt es einfach nur, also man spielt sie auch und genau. Nun, das ist das. Weil ich würde es gerne machen, dann haben wir einfach alles gemacht in dem Spiel, was es gibt. Und verpassen nichts. Genau, ansonsten, trophäentechnisch. Wir sind ja soweit ganz gut aufgesetzt. Uns fehlt viel Story, das ist auch Story, das ist auch Story. Quasi Story, Jägermontur fehlt uns noch, da brauchen wir die weißen Wale. Oder? Ne, da fehlt uns der rote Brüllaffe. Ja. Jackdoor vollständig aufrüsten, da fehlen uns noch ein paar Rezepte. Die Besatzungsmitglieder anheuern, Schauplätze kriegen wir alles so. Und die hier, Gegner mit Hilfe von Tänzerin ablenken und dann gegen gefangene Piraten befreien. Also im Endeffekt 500 Besatzung und Tänzerinnen. Die zwei müssen wir separat irgendwie noch ankämpfen. Und der Rest ist rein storybedingt. Da es jetzt hier auf Nassau nichts gibt, was das piratentechnisch... Krieg ich den? Perfekt. So, machen wir alles voll. Was hier Piratenbefreiung ist, geht nicht, deswegen machen wir jetzt einfach die Story weiter. Und sobald wir in Kingston oder wo sind, können wir mal kurz gucken. Oder rein zufällig woanders. Also, es geht los. Schönes Wasser, King George ist unsere Sperrenzchen endgültig leid. Wer ist der Grimmige? Das ist Captain Woods Rogers. Kein Mann, der mein Gesicht sehen sollte. Wir erbitten ein Parley mit den Männern, die sich selbst die Gouverneure dieser Insel nennen. Charles Vane, Ben Hornigold und Ed Thatch. Tretet vor, wenn's recht ist. Ist wegen des Pardons? Verdammt, was treibt Hornigold da? Vergasenfuß. Was habt ihr Männer vor? Ich bin dankbar für eure Gastfreundschaft, Captain Hornigold. Woods Rogers verfolgen. Okay. Würde ruppiger verlaufen. Verwechselt nicht Höflichkeit mit Unterwerfung, Gouverneur. Ich bin neugierig, was ihr zu sagen habt. Doch andererseits auch unentschlossen. Sehr gut gesagt. Und um vieles ehrlicher, als ich von einem Piraten erwartet hätte. Auch ich würde eben Aufrichtigkeit. Gut, das war jetzt ein bisschen ungünstig. Hä? Wieso steht da jetzt auf einmal eine feindliche Wache auf meinem Dach? What the fuck? Ich dachte, unser Empfang würde ruppiger verlaufen. Verwechselt nicht Höflichkeit mit Unterwerfung, Gouverneur. Ich bin neugierig, was ihr zu sagen habt. Doch andererseits auch unentschlossen.
Natürlich. Sehr gut gesagt. Und um vieles ehrlicher, als ich von einem Piraten erwartet hätte. Auch ich verspreche denen Aufrichtigkeit, die mich anhören. Ihr werdet schon noch sehen, Governor Rogers. Ja, wobei. Diese Schurken zeigen bald ihr wahres Gesicht. Ruhig, Commodore Chamberlain. Ich gab Captain Hornigold mein Ehrenwort, dass wir gleichberechtigt verhandeln. Das wird euch auch nicht helfen. Männer wie er sind Gift für den Ruf seiner Majestät und ein gefährliches Krebsgeschwür für die neue Welt. Der König will sie vernichtet sehen, so viel ist klar. Das ist der Marktplatz? Zumindest das, was dem am nächsten kommt. Unglaublich. Nicht sauberer als ein Hundezwinger. Nee. Captain Hornigold, bitte ruft eure Männer. Rackham, Wayne, der Gouverneur schickt nach euch. Bringt Burgess und Cochrane auch mit. Mhm. Was wird hier passieren? Geht's gleich in den Fight oder ergeben wir uns? Ausschwärmen, Männer, und behandelt dieses Rattenloch, als wäre es unser. Das ist unser Rattenloch. Ei, doch der König hat sich als völlig unfähig erwiesen, das auch in die Tat umzusetzen, oder nicht? Bisher sind all seine Mühen kläglich gescheitert. Passt auf, wie ihr über seine Majestät redet, Governor. Ihr seid auf seinen Wunsch hier. Ich habe meine Methode. Ach komm. Wie soll ich die denn sonst verfolgen? Und wieso darf ich nicht entdeckt werden? Ich gehöre doch hier sowieso zu der Bande. Ausschwärmen, Männer! Und behandelt dieses Rattenloch, als wäre es unser. Okay, gibt's hier einen alternativen Weg, der Sinn macht? Eigentlich nicht. Ei, doch der König hat sich als völlig unfähig erwiesen, das auch in die Tat umzusetzen, oder nicht? Bisher sind all seine Mühen kläglich gescheitert. Passt auf, wie ihr über seine Majestät redet, Governor. Ihr seid auf seinen Wunsch. Governor. Ich habe meine Methoden, Commodore, und ich erwarte, dass ihr euch Wort für Wort an sie haltet. Governor und Commodore. Die haben Titel. Da steht einer. Ich verstehe immer noch nicht, warum hier Bösewichte auf meinem Boden stehen. Macht Platz für die Gesandten des Königs. Aus dem Weg, Bastarde! Weg da! Nee. Unser einziges Ziel ist, mit den Herren dieser Ansiedlung zu verhandeln. Allen anderen raten wir, ihren üblichen Geschäften nachzugehen. Bewegung! Natürlich. Los! Commodore Chamberlain, bitte ruft alle Händler, Steinmetze und Zimmermänner zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen. Wir müssen diese Festung wieder instand setzen. Wir sollten die Waffen konfiszieren, Gouverneur. Machen wir diesen Piraten deutlich klar, dass mit den Abgesandten des Königs nicht zu spaßen ist. Ich will keine Feindseligkeiten heraufbeschwören, Commodore. Trotz unserer Waffen sind wir ihnen zahlenmäßig unterlegen. Die Überredungskunst ist unsere beste und schärfste Waffe. Geschwätz, Governor. Wir sollten alle Schiffe versenken, die nicht des Königs Flagge tragen. Wenn nicht, nähren wir Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit. Schweigt, Commodore. Ich bin der gottverdammte Gouverneur hier. Im Dienst seiner Majestät. Und ich treffe alle Entscheidungen. Ist das klar, Sir? Aye, Sir. Eure Wünsche sind klar wie Kristall. Habe ich eigentlich irgendwelche Nebensachen? Nee, Gott sei Dank. Habe ich jetzt gar nicht drauf aufgepasst. Ja, erstmal anklopfen. Aber ist Fetch nicht weggefahren? Das sind die Karten, Commodore. Sind bereit. Governor Rogers glaubt, er könne Männer aus diesen Affen machen. Ich jedoch nicht. Geht nun und erwartet meine Befehle. Okay. Müssen wir den Governor umlegen? Oder den Commodore? Oder beide? Mir fällt gerade auf, ich habe ungefähr 30.000 durch die Marinemission gemacht. Hier durch die Flotte. Richtig gut, ey. Richtig gut geldgebend. Aber hä, nicht sehen lassen. Ja, und jetzt?
Jetzt sind die alle da rein. Und weiter? An einem Vorsprung hängen und Wachen töten. Okay. Ja gut, ich weiß ja zumindest, wie man da reinkommt. Wir waren ja schon mal da drin. Dann machen wir das gleich hier nochmal. Callback auf Folge, keine Ahnung, 12. Und das ist ein Problem, weil jetzt habe ich... Dann machen wir einfach schnell reisen. Ach, geht nicht. Kann ich hierhin schnell reisen? Auch nicht. Scheiße. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Dann latsch mal eben nochmal hoch. Okay, aber ich verstehe hier nicht unbedingt, was die hier eigentlich vorhaben. Ich meine, Nassau ist ja quasi gesetzeslos und da steht nicht dem König. Und das passt denen ja wieder nicht. Muss alles dem König gehören, oder wie? Ist auch Schwachsinn, oder? Na gut, ist nicht realitätsfremd, sagen wir es mal so. Aber ich finde es Schwachsinn. So, jetzt probieren wir es mal besser. So. Hier. Und rauf da. Also, wir müssen Wachen vom Vorsprung killen. 3 Stück an der Zahl. Das sollten wir hinbekommen. Und ich hatte hier meine erste Community-Box. Mal schauen, ob die wieder auftaucht. Oder war es ein anderer vor? Weiß ich nicht mehr. So, ein Vorsprung. What the fuck? Wieso hat der mich jetzt entdeckt? Was ist denn der? Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Oh, mein Gott. Geht schon wieder gut los. Mit Fails. So wie es sein muss. Naja. So. Muss ich vielleicht die Klinge auswählen, damit es funktioniert? Ich weiß es nicht mehr. Normalerweise funktioniert es auch, wenn ich Schwerter draußen habe. So. Na komm. Hopp, hopp. Na, jetzt steht er nicht daneben. Vielleicht klappt es jetzt besser. Und tschüss. 1 von 3. Okay. Und der sieht mich. Aber der nicht. Nummer 2. So. Und jetzt gehen wir einmal außen rum und machen das gleiche bei dem anderen. Nämlich 3. Ja, komm mal rum, Kollege. Und tschüss. Die Alarmglocke sabotieren. Die steht, glaube ich, im Ding drin. Da ist die Alarmglocke. Okay. Erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne, Sabotiers. Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern,
sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Nee. Wieso muss es einer so mit Verteidigung sein? Chamberlains Pläne stehen. Okay, so, du bist mal durch. So, sabotiert. Wunderbar. Oh. Du bist mal kurz ruhig. Ja, mich schalten wir mal aus. Damit da keiner auf blöde Gedanken kommt. Und gehen jetzt wieder zurück. Okay. Da oben ist ein Kerl, der will schlafen, habe ich gehört. Und ich muss nach da vorne. Okay. Das ging easy. Ich hoffe, ihr wählt den rechten Kurs, Gentlemen. Und akzeptiert die Begnadigung, sobald ihr mit euch im Reinen seid. Ist das nicht ein Templer? Denn bis es soweit ist, der Linke, dürft ihr allesamt Nassau Day nicht verlassen. Schau, ne? Es tut mir sehr leid. Doch im Vergleich zu einer Anklage ist das Pardon eure beste Chance. Der Gouverneur drückt sich viel zu freundlich aus. Verbreitet dieses. Akzeptiert des Königs Schutz. Sonst schleifen wir die Stadt bis auf die Grundmauer und brechen euch eure Hälse. Frieden, Commodore Chamberlain. Wir sind Gesandte, keine Scharfrichter. Noch nicht. Oh, vielen Dank, Sir. Gott segne euch. Ich sehe dies als Wink des Schicksals, Männer. Wir sollten das Pardon annehmen und retten, was uns an Würde geblieben ist. Ich hänge lieber, als mich diesem Hampelmann zu ergeben. Geh zum Arzt, Wayne. Wir hatten eine seltene Gelegenheit, eine Chance, aus etwas Gemeinem eine Regierung zu formen. Getragen von Männern mit Visionen. Und in nur 2 Jahren setzen wir sie auf Grund. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Er sagt die Wahrheit. Und ihr Welpen, ertragt sie nicht? Adieu, ihr versoffenen Achterdeckbauern. Wir sehen uns am Galgen. Ihr seid tote Männer! Bastarde! Ich brauche einen Schnaps. Okay, aber jetzt haben wir natürlich hier einen internen Konflikt, ne? Das ist halt auch scheiße. Aber darauf waren die aus. Okay. Gut. Jetzt muss ich wieder dahinter. Okay, dann. Wieso ist denn die fucking Schnellreise nicht verfügbar? Was soll denn das? Ich muss doch gar nichts tun hier. Interessiert doch keinen mehr. Außer, dass es jetzt die Burg des Bösen ist. Naja. Junge. So. Aber hier sind jetzt Kurtisanen. Interessant. Aber das bringt mir auch nicht viel, weil hier gibt es keine Piraten in Problemsituationen. Ich glaube, dann müssen wir nach Havanna oder nach Kingston, glaube ich, dafür. Und ich frage mich, wie ich die 500 Leute anheuere. Weil ich weiß nicht, ob die tot sein müssen dafür. Oder ob die... ob ich die aber immer wieder anheuern kann oder wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. So, aber hier war doch so ein Anheuertyp. Kann ich... Nee, bei dir kann ich nichts machen. Okay. Aber ich habe hier auch niemanden, wo ich anheuern kann, oder? Doch, der hier. Crew anheuern. Crew-Rekrutierung. Mach mal voll. Die sind voll. Schade. Kann ich die nicht verkaufen? Und dann einfach neu kaufen? Na gut. Die Pulververschwörung. Es geht weiter. Seht sie an. Die Verräter. Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig, ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold.
Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und wir überleben das, Charles. Mit Würde und Stolz. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Wie der da hinten dran flackt. Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Aye. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Na, alles klar. Hört sich nach einem guten Plan an. Vier Wachen mit einer Attentatsserie töten, Blasrohr gegen Wachen einsetzen. Mit einer Attentatsserie? Oh, 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 oh. Das heißt, ich muss ja richtig in den Kampf gehen. Okay, also, lass ich mal erstmal die... Ah, hier. Ja, ja, ist gut. Come back here. So, erstmal die Blasrohre. Blasrohre. Und Chuck. Und Blasrohr. Und Chuck. Und Blasrohr. Und Chuck. Easy. Gut. Nehmen wir das Ding mit. Und ich hoffe, ich kann die Pfeile nachbauen. Ach. Ja, runter, 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 runter. Schlafpfeile. Nicht so viele. Madig. Das war's, glaube ich, ne? Na gut. Aber hey, besser wie nix. Kann ich vielleicht in den Laden oder so? Schlafen, schlafen. So, Chuck. Okay, pass auf, wir machen jetzt einfach zack und zack und machen einfach kill und kill. So, Blasrohr gegen Wachen eingesetzt, erledigt. Oh ja, da ist unsere Attentatsserie am Start. Okay, wir doch nicht. Halt, ich muss jetzt aufpassen, es sind nur noch vier. Das sollte die Vierer sein. Perfekt. Wundergeil. Alle optionalen Sachen gemacht. Jetzt können wir nur noch die Pulverfässer mitnehmen. So habe ich das ganz gerne, wenn das alles funktioniert und aufgeht. So ist das schön. Ihr könnt euch da hinten käbbeln. Viel Spaß. The Queen's Staircase. Du kannst dich auch aufhören, dann habt ihr ein bisschen Spaß. Obviously Spaß muss sein. Oh. Ja. Ja, der da hinten kann den da hinten oben angreifen. Der Bastard. Nein. Wir gehen hier gemütlich hin und stehlen das Fass. Na, wunderbar. Und tschüss. Idioten! Wie komme ich am besten rüber? Moment. Und Chuck. Perfekt. So, nur noch zwei Fässer. Äh.
Ja, ist schon krass, wie jetzt auf einmal hier alles voll ist mit den... mit den Gegnern, Alter. Denk nicht mal dran. Nein, 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 du lässt es gut sein. Böser Typ. Oh, oh. Okay. Lass mal kurz was benutzen hier. Oh. Jetzt. Okay, warte mal. Grenade. Edward. Aua. Steht da dran und macht erstmal seinen Finisher fertig, verstehst du? Prioritäten sind gesetzt, Junge. Alter, wer schmeißt denn das immer? Die sind doch alle betäubt. Ich bin fast tot. So. Fass Nummer 3. Gib. Wunderbar. So, ab zu Fass Nummer 4. Oh, hier ist Action. Okay, machen wir auch Action. Du und du. Ihr zwei sorgt mal für ein bisschen Action. Und der da hinten sorgt für ein bisschen Action. Ja, piu. Ich habe gerade andere Probleme. Perfekt. Ach komm jetzt. Hier. Na hier. Nein, nicht du. Ah. Hä, wieso greift der mich jetzt an? Nee, Kollege. So haben wir vorher nicht gewettet. Nee. So, jetzt ist Ruhe. Oh, das war knapp. Und das war's. Yay! 100%. Wunderbar. Okay. Gut, dann würde ich gerne mal einkaufen gehen und meine ganzen Sachen nachkaufen. Weil ohne Schlafpfeile ist es ein bisschen alles kritisch. Ich würde gerne auch irgendwie 300 davon am besten mit mir rumtragen. Oh, ein Kurier. Ja, gut. Den kriege ich nicht. Der Speedy Gonzales hoch 10, Alter. Schauen wir an. Wäre natürlich Optimus Prime, wenn ich den krieg. Aber ich glaube, das wird nichts. Ich könnte den abschießen. Was ich jetzt auch tun werde. Jetzt geht er hoch. Hallo? So. Plündern. Her damit. Rauchbombe, Kugeln, Berserkerpfeile, Schlafpfeile. Wunderbar. Und ich muss nichts mehr machen. Das heißt, wir können direkt zur Hauptmission. Das heißt, ich muss auch nichts mehr Geld ausgeben. Wunderbärchen. Die Kuriere finde ich super. Gerne mehr davon. So, die ausrangierte Commodore. Na los, Jungs, ihr teudelt. Dieses verfluchte Hanf. Lieutenant. Psst. Hi, Sir. Der Commodore befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht. Gegen die Wünsche des Gouverneurs?
das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Kommodors. Ist das klar? Nein, Sir! Der hinterhältige Bastard. Ja, warum? Man sollte dem Kommodor die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bei Tod im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Kommodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Wir dürfen nichts riskieren. Na los, ich werde auf die warten. Also eigentlich müsste man den Typen jetzt abstechen. Er weiß so viel. Die Wachen verfolgen. Okay. Dort über die Bäume, wobei die Kurtisanen sind die beste Lösung. Schon immer gewesen. Vor allem die kosten mich auch nichts mehr. Wir haben Informationen für den Kommodor. Es ist sehr dringend. Weiter! Ja, und da verliere ich auch schon die ersten. Wo ist das Problem? Der Kommodor hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Habe ich alle verloren? Nein, zwei habe ich noch. Immerhin. Aber die bringen mir irgendwie nichts. Doch jetzt. Okay, aber in denen komme ich ja dann vorbei, ohne dass die mich stören. Scheiße. Wie soll ich denn das machen? Ja. Fuck. Okay. Weg mit der Kurtisanen-Ding ist nicht richtig. Wachen aus Anpirsch-Zonen heraus töten. Ah. Gut, dass ich verloren habe. Die wurde mir nämlich beim Anfang noch nicht angezeigt. Aus Anpirsch-Zone. Okay, interessant. Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Hey! Der Kommodor hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Was sind denn Anpirsch-Zonen? Dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Nö. Nee. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ruf die beiden Männer zu uns. Hold sehr gut. Okay, wo sind hier weitere Anpirsch-Zonen? Das sind ja keine Anpirsch-Zonen. Aber die da vorne ist eine. Mehr Angst vor dem Kommodore. Sehr ernster Mann. Kein bisschen Humor. Scheiße. Natürlich zwei. Na, vielleicht hält das auch. Nee. Oh. Ja, Jungs, für sowas habe ich keine Zeit. Schön. Schön mit Öl. Ach, fuck. Anpirsch-Zonen, oh Mann, da komm, Alter. Was sind Anpirsch-Zonen hier? Oh, einer habe ich schon. Lol. Okay, cool, ich habe ein Geschenk bekommen. Dann ist easy.
Ja, okay, easy ist es nicht, aber... Immerhin hat was. Wieso habe ich ein Geschenk bekommen? Na. Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Und die beiden Männer. Es ist jetzt zwar keine Anpirschzone, das auch nicht, aber hey. Das war aber eine. Wunderbar. Okay, ich habe für sowas keine Zeit. Ich habe dafür keine Zeit. Das Spiel will, dass ich weitermache. Geht halt nicht anders. Ich habe eigentlich viel mehr Angst vor dem Kommodore. So. Kein bisschen. Der da hinten sieht mich ja nicht. Gut. Bisschen dreckig, aber gut. Na, da sind Gegner. Jetzt ist die Frage, gehe ich unten rum oder oben rum? Eigentlich müsste ich ja oben rum. Um jetzt nicht so viel Geräusche zu machen. Stirbst. Ne, wieso stehen die überall? Gibt's doch gar nicht. Geht in Position und bereitet euch auf die Befehle des Commodore vor. So. Okay, was ist jetzt hier am Start? Wo muss ich hin? Du musst schlafen. Das ist Priorität Nummer 1. Hier ist unser Nummer 3 quasi. Voilà. Scheiße. Schneller, schneller, schneller. Can't wait. Schneller, Kenway. Okay. Gut, die checken nichts, die sind dumm. Schneller, 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 schneller. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Chamberlain per Luftattentat töten. Wer ist Chamberlain? Der ist da hinten auf dem Schiff. Ah, das gleichen welche. Das heißt... du schläfst, na komm, und du schläfst, und ihr sterbt alle einen elendigen Tod, und du nicht. Okay, ein Luftattentat, wie komme ich denn am besten da hoch? Kann ich mir nicht das Schiff am Ende aneignen? Das ist eine riesen Fregatte. Die werden bestimmt nichts dagegen haben. Und wenn doch, ist es mir egal. So, komm, geh da rauf. Komm schon. Komm. Enttäusch mich nicht, Kenway. So. Und jetzt rauf da. Der steht ganz hinten. Das heißt, ich muss einmal über das ganze Schiff. Na los. Muss ja hier Wege geben. Noch höher?
Da oben. Da sehe ich einen Weg. Okay. Mal hoch. Ja. Nein. Immer hier links. So. Auf. Und jetzt darüber. Als ob der jetzt runterläuft. Ja, aber ist gar nicht mal so dumm. Warte mal. Oh, 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 oh. Oh. Lieber so. Muss man fallen? Ja, komm, fallen lassen. Nein. Wieso ist das überhaupt eine Option? War das irgendwie ein Special-Ding? Nee. Okay. Ich müsste noch tiefer. Das ist leider noch zu hoch. Da hier rumspaziert. Ich versuche mal hier unter diesen Mast zu kommen. Ich hoffe, der läuft auch wieder zurück. Und läuft jetzt nicht wie ein Blöder in die andere Richtung. So, ich weiß nicht, ob das reicht. Okay, da läuft wieder hin. Sehr gut. Reicht das? Das reicht. Und gib ihm. Chuck. Der Gouverneur versprach Straffreiheit, Commodore. Bedeutet das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr? Hat die Syphilis dich benebelt? Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer. Genau wie King George, was das angeht. Zeig Respekt, Bauer. Du magst mich zwar töten, doch damit hast du deine Lage kein Deut verbessert. Gibt es einen Grund, weiterzureden? Wenn dieser Heide nicht wäre, Governor Rogers, ich hätte dich am eigenen Mast aufgeknüpft. Wurm. Euch alle. Ja. Da sieht man wieder, dass man den Arschlöchern allen nicht trauen darf. Hä? Ich hab den doch per Luftattentat erledigt. ...75% Gesamtsieg gereicht. Sehr schön. Hä? War das nicht der? Oder meinten die den anderen Typen? Den am Zelt. Oh, das könnte natürlich sein, dass sie den am Zelt meinen. Und nicht den am Schiff. Aber ist ja auch dumm. Legendäre Schiffe 100, Tavernen 100, Aussichtspunkte, Küstenforts, Hauptschauplätze, Long Bay, Prinzip und Isla Providencia, die drei fehlen mir noch. Marineaufträge, Assassinenaufträge, Templerjagd, 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 Templerjagd. Na gut, dann müssen wir den nochmal machen. Bringt ja nichts. Hä? Aber dann habe ich was falsch verstanden, oder was? Na los, Jungs, ihr teudelt. Ich muss ihn genau zuhören. Lieutenant! Psst! Hi, Sir. Der Commodore befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht! Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Commodores. Ist das klar? Nein, Sir! Der hinterhältige Bastard. Man sollte dem Commodore die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bei Tod im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Commodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Wir dürfen nichts riskieren. Na los, ich werde auf dich warten.
Okay, die sagen wir es leider nicht. Hm, warte mal, vielleicht, wenn ich das jetzt lesen. Wachen aus Anpirschzonen. Ja, das ist jetzt wieder. Jetzt muss ich wieder alles machen. Also, weißt du, vielleicht muss man den Typen da erledigen. Von oben. Oder es hat einfach nicht gezählt gerade. Weil ich zu weit oben war. Ich weiß es nicht, Alter. Also normalerweise hätte das jetzt funktionieren müssen. Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Ganz komisch. Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art der Kubiner ist. Oder schlimmer noch, Patron. Hä? Seid ihr dumm? Okay, langsam checke ich gar nichts mehr. Ich habe Kurtisan eingesetzt und die greifen mich an. Ach komm. Irgendwie läuft gerade nicht alles so, wie es sein soll. Irgendwie ist das gerade komisch. Aber ich krieg eingeschenkt. Witzigerweise. Weißt du was? Ich scheiß jetzt mal darauf und gehe einfach den anderen Weg. Es gibt hier 1000 Wege. 1000 Wege führen nach Rom. Das Problem ist, ich habe nicht mehr so viele Schlafpfeile, um da jetzt gut durchzukommen. Beim Zeltlager. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ruf die beiden Männer zu uns. Alles sehr, sehr schlecht. Denn jetzt nicht gezählt, Mann, was soll denn der Scheiß? Na Leute, jetzt sind es 2 von 3 Wachen. Ist klar, dann sind es jetzt 3 von 3 Wachen. Gut, ist mir recht. Ja. Das soll mir recht sein. Dann kann ich jetzt auf entspannt den verfolgen. Sir, wir haben Informationen für den Commodore. Und dann den Typen hier versuchen von oben zu erledigen. Ich glaube, das ist der, den ich töten muss. Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ruf die beiden Männer zu uns. Kann ich jetzt schon weiter? Ja, oder? Du Arschgesicht da hinten, meine Fresse. Junge. Okay. Keine Ahnung, was hier gerade los ist. Und wieso das gerade nicht funktionieren will. Wir machen jetzt einfach wieder den alten Weg, wo es schon mal funktioniert hat. Sir, wir haben Informationen für den Commodore. Es ist sehr dringend. Weiter! Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch.
gehen einfach gemütlich hier durch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ruf die beiden Männer tot. Es geht doch da hoch. Mein Gott, was ist denn heute mit der Steuerung los? Bin da dran und schau blöd. Ihr da, folgt uns und kommt an Bord. Der Commodore hat eine Aufgabe für euch. So. Hier über die Bäume und da in das schöne Heu. Wundergeil. So, soweit so gut. Laufen die weiter, wir laufen parallel hinterher. Wie der Commodore über Rogers schimpfte, ihn Heiden nannte und sonstige Dinge. Warum streiten die beiden denn so? Still, Mann. Du willst doch nicht den Zorn des Gouverneurs auf dich ziehen. Der ist irgendwie komisch. Na, ich habe eigentlich viel mehr Angst vor dem Commodore. Sehr ernster Mann. Kein bisschen Humor. So, darüber. Diesmal werden die auch nicht von der Wache verfolgt. Witzigerweise. Also von so einer dritten Wache. Wisst ihr? Ganz komisch. Wieso braucht man denn so lang für die? Jetzt werden die verfolgt. Wir ignorieren das und gehen einfach direkt hier rein. Gut, jetzt chillen wir hier. Und warten ab. Geht in Position und bereitet euch auf die Befehle des Kommandos. Theoretisch gesehen könnte ich jetzt hier rechts komplett außen rumlaufen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Dass der sich hier hinstellt, ist auf jeden Fall gewollt. Okay. Aber ich glaube tatsächlich, dass du schlafen musst. Komm, spiel hier noch parieren mit mir. Fisch. So, wie soll ich den denn bitte von der Luftattentat erledigen? Das geht doch gar nicht. Commodore Chamberlain eliminieren. Chamberlain Luftattentat töten. Doch, das ist der da hinten. Das ist nicht der hier. Lässt sich trotzdem nicht per Luftattentat töten. Okay, nee, dann muss ich den da hinten töten. Dann hat es einfach nicht gezählt. Obwohl ich es gemacht habe. Vielleicht darf ich nicht zu hoch sein. Was eigentlich ein Schwachsinn ist. Na gut, dann probieren wir es anders. Ist ja kein Thema. Ich weiß ja jetzt ungefähr, wo er hinläuft. Oh. Nee, 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 nee. Das tun wir nicht, okay? Ja, tanzt mit mir, natürlich. So. Ruhe. Mann über Bord. Okay.
Ich werde jetzt was anderes versuchen. Und zwar werde ich warten. Und ich klettere jetzt da hoch. Und ich warte, bis er wieder da vorne steht. Ich glaube, das ist der gewünschte Weg hier. Wisst ihr, bis er da hinten steht, wo der so rumhüpft. Hoch, 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 hoch. Wobei, hier ist er auch gut. Ah, da will er nicht hin. Ja, das ist wieder zu hoch. Per Luftattentat. Wehe, das zählt jetzt nicht. Wehe, das zählt jetzt nicht. Bedeutet das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr? Hat die Syphilis dich benebelt? Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten, nee. Und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer. Das kann ich nicht überspringen. Genau wie King George, was das angeht. Zeig Respekt, Bauer. Du magst mich zwar töten, doch damit hast du deine Lage kein Deut verbessert. Gibt es einen Grund, weiter zu reden? Wenn dieser Heide nicht wäre, Governor Rogers, ich hätte dich am eigenen Mast aufgeknüpft. Oh, euch alle. Und? Aha. Jetzt hat's auf einmal gezählt. Ich habe nichts anders gemacht wie vorher. Naja. It's a buggy game. What should I say? Da machst du nix. Okay. Gut. Okay, ich glaube, das wird jetzt dann hier die Flucht von Nassau sein. Schnellreise nicht verfügbar. Können wir doch langsam alle am Popo schmatzen. Ey, wieso kann ich denn hier nicht schnell reisen? Wollen die mir quasi einfach damit mitteilen, dass hier alles dicht ist und ich nirgendwo hinkomme? Und ich quasi erst die Story durchspielen muss deswegen? Einkaufen. So, Kollege, ich brauche Sachen. Vor allem brauche ich Schlafpfeile. Die sind mir leider ausgegangen. Gut. Also mit 63.000 können wir hier irgendwas kaufen, was wir eh brauchen. Gut, wir könnten die ganzen Monturen hier kaufen. Gut, braucht man die? Ich meine, 12.000 für Monturen, die ich sowieso nicht anziehe. Aber komm, wir haben die Knete. Machen wir es einfach. Irgendwann müssen wir es ja sowieso kaufen. Warum dann nicht jetzt? Freibeutermonturen. Piratenmantel. Händlermontur für 10 und die letzte für 12, die Politikermontur, was auch immer an der so geil ist. So, und wo ist jetzt meine Templer? So, die möchte ich haben. Damit haben wir alle Monturen, zumindest die wir kaufen können. Wieso immer die mir dann immer noch so angezeigt werden, verstehe ich nicht. Nein. Gut, Pistolensets. Was haben wir hier? Wir haben Piratendonnerbüchsen. Wir haben die hier, die goldenen. 7000, ja, ein paar. Ein paar kosten die.
was sind. Ja, wir kaufen die einfach. Und die spanischen Offizierspistolen und nehmen wieder die goldenen mit. Ja, werden immer noch gelb angezeigt, keine Ahnung. Gut, und wir brauchen natürlich dann noch diese ganzen Sachen, aber die sind mir für die aktuelle Zeit noch ein bisschen zu teuer. Dann lassen wir noch ein bisschen Geld übrig. Dann müssen wir noch die Kunstgegenstände hier kaufen. Ja, wir werden auch zunehmend teurer. Gut. Hallo, komm in, komm in. Weil dadurch haben wir jetzt Edward Upgrades, haben wir ein bisschen mehr bekommen. Aber Pistolen sind immer noch nicht durch. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall noch Pistolen. Interessant. So, was haben wir im Inventar? Wir haben noch Schatzkarten, Missionsgegenstände, Jagd, Zubehör, Munition. Was haben wir hier? Noch 3 Meiersteine fehlen uns. Okay. Und wir haben noch 2 Schätze, glaube ich, offen. Genau. Und da können wir aktuell noch nicht hin. Gut. Dann haben wir soweit alles. Dann würde ich sagen, mache ich hier eine kleine Pause. Und wir sehen uns dann, wenn es wieder weitergeht, bei der nächsten Mission. Ich laufe noch kurz eben hin. Und dann schauen wir mal, wie es mit Nassau weitergeht und vermutlich dann die Sequenz 7 abschließt. Mal schauen, was uns noch so erwartet. Also ich hoffe mal, dass wir heute so Sequenz 9, 10 hinkommen. Je nachdem, ob wir nochmal in die Gegenwart kommen. Und ob wir da PCs hacken müssen und so ein Geschieß. Aber ich hoffe, wir kommen da jetzt gut voran. So. Da vorne steht unser Kollege. Und ja. Dann bis gleich, Leute.